Ja, hallo und willkommen zurück, ihr Freunde des geschickten Würfelspiels. Mir ist was aufgefallen. Also bevor wir jetzt hier die Queste weitermachen und dem bösen, bösen Bruder der Nanny in den Hintern treten, ist mir was aufgefallen. Und zwar bin ich nochmal durchgelaufen und da haben meine kleinen Klubschäugerchen was entdeckt und das werden wir natürlich noch schnell machen. Ja. Ist jetzt gut. Dex, alles gut. Warum der noch ein Fragezeichen hat, keine Ahnung. Der müsste eigentlich komplett bedient sein, aber wir können den nachher nochmal kurz ansprechen. Sicher ist sicher. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Und zwar habe ich mal geschaut, ob ich nochmal irgendwas übersehen habe. Und dann ist mir doch glatt aufgefallen. Ich habe einen Weg, bin ich noch gar nicht gegangen. Ist jetzt nicht weiter wild. Aber das bringt uns einen Schritt näher zu... Ich will alle Karten haben. Und zwar das hier. Wie konnte mir das entgehen? Na also, jetzt haben wir das auch. Ne, das war's aber schon. Also ist mir gerade vorhin aufgefallen, als ich so lang gelaufen bin, dachte mir, Moment mal, das ist doch noch gar nicht gebraucht. Da ist doch noch eine Tür. Da muss ich rein. So, hast du noch was Neues? Incredible. I love it. I got goosebumps, you see? Goosebumps. Nee, ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Bug. So, pass mal auf. Kann ich hier noch was kaufen? Also ich habe währenddessen noch ein paar Münzkrüge noch weggemacht. Wir kaufen jetzt noch mal ein. Wir haben jetzt 260. Da kriegen wir aber keine zwei Karten. Na komm, dann kaufen wir mal die Bomben. Bomben kann man nie genug haben. Dann warten wir mal. Ich vermute ja, dass wir vielleicht so ein Achievement oder so kriegen, wenn wir wirklich alle Karten gekauft haben. Aber ob das passiert, das ist die nächste Frage. So, da ist sie. Du hast jetzt die große Ehre. Wir werden dir jetzt den fünften, die Zahl 5 auf deinen Würfel drauf kleistern. Und wer kann das denn am besten machen als der nette Herr hier? Are you ready? Ja, aber sowas von. Jetzt geht's hier ab. Tun wir's. High five. Okay. Just gotta add the pips. Easy. Easy. And. Me to a gamble. I lose, you get my 5. But if I win, I get Bruno Betts. Ladies and gentlemen, you heard the little girl. She wants to gamble. She thinks all she needs is a dice to beat me. I had a nightmare last night, you know. I lost a bet, but when I woke up, I knew that was impossible because the high roller never loses. Hi, sie ist aufgewürfelt. Aufgewertet. Ja, wir können jetzt eine 5 würfeln. Da ist sie, denkt dran, würfel auch mal eine 5. I won't have mercy on you this time. You've earned my full punishment. Aua. Hey, hey, hey. Nicht so brutal hier. I won't have mercy on you, you mean? Sag mal, warum seid ihr so fix? Das werden ja immer mehr. Moment mal. So haben wir nicht gewettet, meine Freunde. Natürlich, Daisy, du bist so enttäuschend. Du bist so unfassbar enttäuschend. Du hast jetzt eine tolle 5 an der Backe, aber nein, du musst eine 1 würfeln.
Ja gut, wir claimen das, wir claimen das. Claimen sicherheitshalber das. Und machen mal ein bisschen Nahkampf. So, und wem hauen wir gleich mal eine rein? Natürlich den hier. Tach! Oh nein, wir haben auch einen, der schießen kann. Hör mal auf jetzt. Ja, wollen. Oh Gott, mach doch noch mehr. Ja, genau. Lass mich halt gar nicht aufschreien. Daisy, du bist so enttäuschend, ey. Du bist wirklich enttäuschend. Was machen wir denn miteinander? Okay, wir haben jetzt eine 3. Wie machen wir das? Und machen das. Das setzen wir jetzt irgendwo. Keine Ahnung, hier hin. Ja. Dann wirst du gezwungen, jetzt eine 5 zu würfeln. Du bist echt ein Dussel. So, wem können wir jetzt nochmal eine reinzwiebeln? Ich hätte gern den weg, der ist nicht am nervigsten. Ja, wir können natürlich auch an ihm vorbeirennen. Das können wir. Aua. Oh Gott. Ja, klar, was denn noch alles? Okay, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Ich war doch da drauf. Ach, du bist echt eine Niete, wenn es um sowas geht. Also gut, wir müssen jetzt... Ach Mann, wir müssen mal trinken. Na gut, claimen, claimen. Ja, das war's. Als ob ich das versaut hab. Kann ich dich mal markieren, bitte, der Herr? Ich krieg dir nicht markiert, ne? Wenn du jetzt wieder vorbeispringst, die springt auch wieder vorbei. Nein, sie trifft volle Kanne. Könnten wir vielleicht noch mal ein paar Dinge aufsammeln? Na also. Okay, okay, okay. Nein, jetzt ist das Ding weg. Würfel! Oh Gott, war das knapp. Da ist die Würfel doch mal mehr als eine 2. Mann. Du machst mir's nicht einfach. Okay, das ist schon mal gut. Okay, okay, okay. Damit können wir doch arbeiten. Wir machen erstmal das. Das macht wenigstens Schaden. Dann machen wir das. Machen das. Wir verschenken zwar einen, aber das ist mir gerade völlig egal, weil wir jagen jetzt den Großen hier in die Luft. Ja, damit habt ihr nicht gewettet. Aua, damit habt ich nicht gewettet. Oh, oh. Das ist eher schlicht. Aua, oh, ich renne aber auch voll rein.
mal, eine 4. Oh, ich bin so stolz auf dich. Du bist der beste Würfel der Welt. Okay, dann machen wir doch gleich mal... Eigentlich müsste ich auch was trinken, ne? Aber, wir machen mal Risiko. Wir machen mal hier. Ja, ja. Machen den. Einmal trinken muss reichen. Und claimen den. Obwohl, andererseits, wir haben einen über. Egal. So, und den machen wir weg. Die größten Nervbacken erledigt. Als ob das nicht geht. Komm, ich brauche noch mal ein bisschen Zaster. Okay, komm. So, jetzt aber die 5. Die erzwungene 5. So muss es sein. Okay, jetzt können wir mal loslegen. Also erstmal Heilung, ganz wichtig. Wir könnten jetzt noch... Ha, wir könnten den machen. Ja, komm. Nützt dir nichts. Machen den. Machen den Move hier. Das haben wir geclaimed. Und jetzt gibt es noch was richtig auf den Deckel. Als ob. Komm her. Hab ich dich besiegt, du kleiner Hosenfatzke, du. Der dicke Fisch. Genau, dann kriegen wir die maximale Würfelanzahl. Sehr schön. You can be the four man. You can be the high five roller. Just don't kill me, please, please. Go. You saved him even, and in exchange I promised you a trip through the bag. And Bruno can tell you, I'm as good as my word. Oh, he is that. There, she's all yours. Dass jetzt kein Fehler war? Ja, ich weiß nicht, ob wir das Richtige tun, aber ich weiß nicht, Daisy. Ich denke immer wieder das Gleiche. Ja, ich, keine Ahnung. Also, jetzt müssen wir hier durch. Aber der Kampf war jetzt leichter, als ich dachte, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, nehme ich. Also, wir machen das Erste. Nein, Even, du willst nicht nach Hause. Du willst immer noch deine Schwester holen. Ich gehöre nicht hierher nach Random. Ich weiß, dass ich nach Hause will. Nein, keine Ahnung. Hört sich beides scheiße an. Ich nehme das. Mein Zuhause ist bei denen, die ich liebe. Ein netter Gedanke, aber da ist, ich weiß das wirklich zu schätzen. Ja, er will mich aufbauen. Er will mir Mut zusprechen. Aber ich bin gerade ein bisschen dickköpfig.
Ich mach mal das Erste. Oh, jetzt wird er aber energisch. Pass mal auf, ne? Du brauchst hier gar nicht so energisch werden. Gerade eben hast du nur Müll gewürfelt. Du hast mich null unterstützt. Zwei Einsen in der ersten Runde. Du hast sie doch nicht alle, ey. Ah, aber was, wenn der, den du liebst, nicht gerettet werden will? Nee, nee, nee. Wir wollen unsere Schwester retten. Es gibt immer Hoffnung. Ich? Ich habe immer zu ihr aufgesehen, aber sie war nicht die, für die ich sie hielt. Das ist Quatsch. Ich dachte immer, sie weiß auf alles eine Antwort, aber wo sie hingeht, kann ich ihr nicht folgen. Das ist auch Quatsch. Irgendwie sind alle Antworten Quatsch. Wir wollen unsere Schwester befreien, komme was wolle. Ach, keine Ahnung, mach mal weiter. There was an awkward pause. And I felt compelled to fill it. Hey, reden wir über etwas anderes. Lass uns über Oma oder Uma reden. Was ist mit diesen vier Mann? Warum hast du mich noch nicht sitzen lassen? Oh, Evan, sei mal nicht so negativ. Lass uns mal über die Uma reden. Sie hat gesagt, früher hatte jeder seinen eigenen Würfel. Was? Schlimm, Aschlo? Weißt du noch, wie das war? Wofür haben die Leute ihren Würfel benutzt? Nur für Kämpfe? Okay, ich kann jetzt frei interpretieren. Ich würde mal sagen, nein, nicht nur für Kämpfe. Mach mal, um Häuser zu beschwören, sein eigenes Schicksal zu schmieden, wie du und ich, Würfelrennen. Für allerlei Zauber, ehrlich gesagt, klingt eine ruhige, angenehme Gemeinschaft echt gut. Ach, come on, wir machen das. Klingt, als gäbe es endlos viele Möglichkeiten. Ja, Evan, hab wieder ein bisschen Mut, ein bisschen Zuversicht. Ach komm, wir machen das Erste. Wir versuchen die jetzt mal ein bisschen aufzubauen, die Gute. Achso, da redet er gar nicht mehr. Okay, was ist mit diesen vier Mann? Ja, den sehen wir eh nochmal. Er ist so etwas wie ein abschreckendes Beispiel. Ja, mit seiner tollen Schwester noch dazu. Er hat seine ganze Identität, mein Gott, was ist heute los, auf seine Sache ausgerichtet. Er wollte nur ein dicker Fisch werden. Geh mal was hast du. Genau, ein dicker Fisch. Das stimmt, Macht, Kontrolle. Und als er dann nicht mehr der dicke Fisch war, und als er dann jemanden mit einer besseren Hand traf, ja, dann hat er seinen Schwanz eingezogen und ist abgehauen. Deshalb gibt es mehr als immer nur der Beste zu sein. Ja, sag das mal, wie hieß er? Der Pokémon-Jäger, Ketchum? Der will auch immer nur der Allerbeste sein. Ich will nur meine Schwester rennen. Aha, wir kitzeln langsam wieder ihre Energie raus. Aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Nein, der erste Satz hat zu gut angefangen. Ich, keine Ahnung. Ich male ab und an. Was ist mit dir? Wir machen mal das zweite. Ich glaube, wir hätten das erste machen müssen. Du rollst und spielst gerne. Das ist ja toll.
Ich weiß nicht, was die Königin will. Von vielen Kindern mal abgesehen. Die Königin ist wie ein Rätsel, das ich nicht lösen kann. Es interessiert mich nicht, wofür die Königin sich interessiert. Machen wir das Erste. Oh, jetzt kommen die ernsten Fragen. Warum hast du mich noch nicht sitzen lassen, Daisy? Even, du bist so... Ah, du hast einen kleinen Rückschlag gehabt und jetzt bist du hier in einem absoluten Negativloch. Meinetwegen hast du dauernd Ärger. Hallo, wir sind aber sehr gut überall rausgekommen. Als wir uns trafen, war ich eine Fremde. Deine Schwester ist ja auch nicht in Gefahr. Oh, jetzt wird sie pampelig. Ja, komm, wir machen mal das in der Mitte. Hahaha, okay, Daisy, okay. Was redet Daisy? Ich würde gerne mal so einen Übersetzer haben. Hey, ich bin nicht wie deine kleine Schwester. Du bist wie ein kleiner Bruder. Oh ja, das ist süß. Komm. Du bist auch mein Freund und Freunden helfen einander. Wir stehen das gemeinsam durch bis zum bitteren Ende. Merkt ihr langsam so diese Energie, die um ihr wabert? Sie hat wieder Mut. Komm, wir machen das. So, das reicht fürs Erste. Der Beutel ist irgendwie riesig und unheimlich, oder? Ja, das ist die Frage. Denkst du also, uns ist hier noch jemand? Ja, das sollten wir mal fragen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Erschrecken wir sie, bevor sie uns erschrecken. So sieht's nämlich aus. I know, Dicey. Oh. I think we may have made a mistake. Ach Mann, ey, du wirst aber auch in der Welt nur verarscht. Hallo. Ach, das kann ja wohl nicht sein. Da helfen wir ihm und dann wirst du noch so gnadenlos reingelegt. Das sind aber auch kleine Mistmaden. Well, you see, I jumped into the bag to see if the story of the Bag Brothers was true. It was. Okay, und du bist nicht der Hellste. Naja, gut, wir sind auch nicht anders. Wir sind auch in den Beutel rein. The Bag Brothers killed me for my jewelry. Okay, sie schrecken aber wirklich von nichts zurück. Daisy? Wir hauen uns da wieder raus. Oh, you're new here. I'm sorry. Johnny Ärmellos. Oh Mann. Waren das die Gaunerbrüder? The Bag Brothers didn't have to. All they had to do was trap us here. The Bag did the rest. You don't know the story, do you? Ja, ich befürchte, gleich werde ich sie kennen. Er wollte nur seinen Bruder zurück. Sie haben mich reingelegt. Don't blame yourself. They lie to everyone. They are brothers, and they weren't always this way. Long ago, they ventured deep into a forest to a place none had gone before. Some say they disturbed some great evil there. They found this bag resting on a stump in a clearing. Or it found them. It's bottomless, you know, but it hates itself. It wants to be full. The bag twisted the brothers. It changed them, possessed them, made them hungry for more and more. The bag demanded they fill it with whatever they could find.
First dirt, then rocks. But once the bag got a taste for flesh. Wow, ist das makaber. Ja, wir müssen irgendwas tun. We all started like that. And now, well, just look at us. There's nothing that any of us can't... What's that? Ja, und da kommt der Joker. Ich hab einen Würfel, der zwar nur eine 1 würfelt. Stimmt's, Dicey? Aber ich hab einen Würfel. Was ist was? Oh no. Oh no. They're coming. They're coming! Was kommt denn jetzt? Oh. What? Aua, wieso lasse ich mich denn so einfach abstechen? Was wird denn das jetzt? Halt mal da. Haut er wieder ab? It's easier if you give up, even. Komm, Würfel. Ach. Oh, da ist sie. Ich manchmal, ne? Manchmal könnte ich dich irgendwo reinstecken. So. You've already lied to me twice today. What the heck, man? Hier ist wieder irgendein Trickkampf, oder? Au! Oh ne, ich mach Schaden, aber die auch. Wants your bones even. It wants your soul. Dicey kann auch eine 5 würfeln. Ist ja was ganz was Neues. Okay, dann nutzen wir das doch mal eiskalt aus. Mach mal Bomben-Terror. Mal 1. Das holen wir. Das saven wir mal. Ja, und dem jetzt eine rein und dann sprengen wir noch ihn in die Luft. Ja, da viel Spaß. Ups. Oh. Ach, komm, Bruderherz. Ihr seid ja echt ein paar Spießgenossen. Ach nein, hör doch auf damit. Ich hab dieses Timing noch nicht raus. Oh mein Gott. No, that's not what happened. Let's try this again. Okay. Das machen wir wieder in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, verspreche ich, werden wir ihnen den Hintern versohlen. Boah, diese kleinen Mistkröten und Dicey. Kannst du mal bitte mehr als eine 1 würfeln? Es wäre voll cool. Mach wenigstens eine 2, dann habe ich mehr Optionen. Aber eine 1 ist echt mies. Ich gehe mit Dicey nochmal ins Gespräch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Bis dann.